Ich habe mich so gut gefühlt. Deine Brüste haben mir so viel Kraft gegeben. Hallihallo und herzlich willkommen bei Trash Course. Wir gehen in die zweite Runde von Prominent und Getrennt und die Folge hat genau da angeknüpft vom Fun-Faktor her, wo die letzte aufgehört hat und hat eigentlich unsere Erwartungen komplett erfüllt, würde ich sagen. Aber wir haben gestartet mit einer Situation, die mich nicht ganz so doll erfreut hat, denn alle sind schon wach und Gigi muss noch ein bisschen schlafen. Er braucht den Schönheitsschlaf, er sieht ja nicht umsonst so bombastisch aus. Aber Michelle ist schon aufgestanden und das geht gar nicht. Heute bin ich aufgewacht, habe mich nach rechts gedreht. Wo ist Michelle? Sie war nicht da. War komisch. War sehr komisch. Sie weiß ganz genau, ich mag das nicht, wenn sie einfach so verschwindet. Gigi kann doch morgens nicht ohne Michelle, egal ob er noch eine Stunde schlafen möchte oder nicht. Sie soll doch wohl bitte so lange im Bett bleiben, wie er schläft, denn er hat ein Problem, er muss sie morgens immer sehen. So ein bisschen. Ich weiß, ich mag es halt immer, wenn ich Michelle irgendwie am rechten Auge immer irgendwie ein bisschen sehe. Und dann wird er aber auch, finde ich, zu frech zu ihr, weil er kann das jetzt gar nicht verstehen, was das soll. Faucht sie da irgendwie auch ein bisschen an, macht sie blöde an und dann fällt auch ein Halsmaul. Ja doch. Halsmaul. Michelles Reaktion darauf direkt, sag das nicht, sag nicht zu mir Halsmaul. Hat sie ja auch recht und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, diese Diskussion hat auf den Zuschauer so gewirkt, als ob das nicht das erste Mal war, dass die auch so in dem Ton miteinander gesprochen haben. Mhm, denn Michelle ist ja auch noch ein bisschen was rausgerutscht zu dieser morgendlichen Situation. Hey, wir schlafen doch immer so im Bett, auch zu Hause. Was sagt Gigi noch zu ihr? Du bist meine Freundin, Ex-Freundin, beste Freundin. Hat sich versucht, da so ein bisschen noch mal rauszureden, aber hat, glaube ich, nicht so ganz gut funktioniert. Kommen wir aber später noch mal zu, was denn da jetzt der Trennungsstatus ist oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat mich Gigi in diesem Moment einfach mit dem Gefühl zurückgelassen, dass er irgendwie trotzdem auch noch 12 ist. Geisteskrank bist du, geisteskrank. Natürlich. Weil er sieht zwar nicht aus wie 22, aber... Man vergisst das. Voll. Ich sehe den an und denke mir so, ja, der Typ wird ja wohl so Mitte, Ende 20 sein. Da steht da drunter Gigi 22. Ja. Ich habe keine Fragen mehr. Alles verstanden. Aber bleiben wir bei dem Thema, wer ist denn nun wirklich getrennt? Seit wann ist wer getrennt? Denn es geht nämlich los, dass Maike und Markus sich ein bisschen dann mit Michelle, na, was heißt verbünden, aber sie unterhalten sich drüber, dass ja immer wieder so ein paar Sticheleien von der Seite kommen, auch von Jenny und Co. von wegen. Ja. Markus und Maike, die sind nicht getrennt. Wurde mir so gesagt. Da ist nämlich die Hand auch auf dem Hintern und so weiter. Das machst du nicht, wenn du getrennt bist. Und das geht denen gehörig gegen den Strich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die beiden am Ende wirklich getrennt sind eigentlich, aber die sind irgendwie einfach so vertraut miteinander. Aber Michelle kotzt es gerade an, dass auch Carina sich hier irgendwie überall reinhängt mit ihrer kleinen Nase und sagt auch, ey, ganz ehrlich, ich finde das so scheiße, die Trennung hat so an mir gezerrt, dass ich einfach 6 Kilo abgenommen habe und 3 Wochen nichts gegessen habe. Wir haben euch ja auch letzte Woche gefragt, was ihr denkt, wie lange denn die beiden zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten schon getrennt waren. Michelle droppt in der Folge seit 2 Monaten. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Das habe ich einfach mal ganz kurz überhört. Upsala. Auf jeden Fall ist es für die anderen Teilnehmer ein eventueller Nominierungsgrund, falls die Paare tatsächlich nicht getrennt sein sollten und dass hier alles nur für die Show ist. Ich war ja ab dem Zeitpunkt nur am Bibbern. Ich dachte, nee, ist, wenn jetzt Michelle und Gigi rausfliegen, ja. Gigi wieder so einen kurzen Auftritt hat in der Show, flippe ich aus, kann ich nicht. Das heißt für die beiden, jetzt muss ich richtig krass gesaved werden. Krass gesaved. Und jetzt geht zum Spiel. Eure Aufgabe ist es, mit Hilfe des Seils auf die andere Seite zu gelangen. What? Und schon wieder à la Sommerhaus. Das Expo, das die gegenüberliegende Plattform am schnellsten erreicht hat, gewinnt das Spiel und ist vor der nächsten Nominierung geschützt. Wieder ab. Hoch geht's für euch. Dorenchi legt doch los mit Patrick. Und die haben mich komplett, bei denen hat's mich so zerrissen. Lass uns erst mal überlegen. Dorenchi, warte mal bitte. Dorenchi, warte doch. Dorenchi, lass uns mal bitte, mach einmal gar nichts. Wer am schnellsten das Ding gemacht hat, dann Sie haben 45 Minuten, ja, Dorenchi. Wer es am schnellsten gemacht hat, muss es drüben, dann. Dann lass mich mal überlegen. Da brauchst du nicht überlegen, du weißt, dass es da, nach da, nach da, nach da geht. Mach's da drum. Jetzt wart bitte.
Oh Gott, jetzt was ist da drum? Lass mich überlegen. Patrick war noch gar nicht da. Nein. Der war noch nicht mal dort oben geistig. Der dachte sich einfach nur, Dorenci, das ist doch too danger. Dorenci, this is too danger. Too danger, it's too danger for me. Musste ich auch erstmal eine halbe Stunde akklimatisieren. Man wird sich wohl noch akklimatisieren dürfen, wenn es hier um Schnelligkeit geht. Man hat bei beiden gesehen, ist es jetzt auch nicht unbedingt das Geilste da oben für die beiden. Aber gerade Doreen ist komplett in den Überlebensmodus geswitcht. Da wurde der Patrick angeschrien. Er guckt sie auch komplett unglaublich an. Ihr bist jetzt bescheuert. Was schreist mich denn so an? Bleib doch so, scheint der Position. Halt die Fresse. Leg mich am Arsch, ey. Hol dir du mehr Seil drauf. Hol ganz viel Seil drauf. Dorenci war nervlich am Ende. Okay. Sie war ein Wrack. Luft war nicht mehr da. Abbruch. Einfach Abbruch. Ja, ja, geht gar nicht. Wie sieht's bei Gigi und Michelle aus? Am Anfang habe ich auch gedacht, boah, das wird gar nichts bei den beiden. Irgendwie haben sie es hinbekommen, erstmal zu verstehen mit den Seilen. Wie kommen sie darüber? Michelle hat aber auch Schiss, aber Gigi sagt... Also hat was mit Spider-Man zu tun? Nein. Oh, ich bin gut. Wir fangen jetzt schon mal an. Hol doch mal dein Seil. Und da dachte ich schon, Mensch, ihr habt nur ein Seil. Sie hat doch kein Seil. Also, wirklich, ich drück doch hier die Daumen für den neuen Spider-Man, weil ihr müsst euch krass safen. Ja. Aber es ging los und Gigi war im Spider-Man-Modus, meiner Meinung nach. Ich war komplett überrascht von dem, muss ich sagen, weil er ist darüber gekrabbelt wie eine kleine Spinne, wie Mike im Sommerhaus. Er hat alles ausgeschalten, auf einmal hier, wie Spider-Man. Da werden Kräfte freigesetzt. Da wird auf einmal, keine Ahnung, wie hoch wird es sein? Hoch. 20 Meter hoch. Wird Michelle dort hochgehoben, hochgedrückt. Mit einem Arm? Mit einem Arm. Spider-Man und Batman zugleich. Keine Ahnung, was da los war. Und Michelle hat einfach nur die ganze Zeit Schiss um ihre Brüste. Weil es tut wirklich dolle weh. Es tut weh. Ich kann es gar Busen. Nicht verstehen, Gigi, okay? Und irgendwie kommen sie dann nach gefühlten 3 Stunden ans andere Ende und ich dachte schon so, oh, das hat auf jeden Fall nicht gereicht fürs Saven. Aber Gigi ist so froh, dass er da seine Michelle auch rübergetragen hat. Da muss erstmal an die Bubis gefasst werden. Mir ist so gut gefühlt. Deine Brüste haben mir so viel Kraft gegeben. Alter, was die Baby tun, was die Seite kaputt gemacht hat. Dieser Mensch, das ist wirklich, das ist ein laufender Comic für mich. Ja. Alles an dem ist ein Comic für mich. Haben wir Sex, wenn wir safe sind? Vielleicht. Sarah und Dominik stattdessen haben aufgegeben, aber Dominik sagt, du, manchmal gewinnt man und manchmal gewinnt man an Erfahrung. Alles klar, haben wir uns so notiert. Alex und Jenny, finde ich, funktionieren perfekt, ist ein richtig gutes Team. Ja, sie haben genau das bestätigt, was wir letzte Folge schon geahnt haben, dass die beiden eigentlich auch auf eine Art eine Bereicherung sind und erwachsen genug, da irgendwie durchzukommen zusammen. Wir kommen jetzt mal zu unserem Problemkandidaten Cocky Kiko, denn Cocky hat große Höhenangst und er klammert sich da oben fest. Man kann sich gar nicht richtig ausmalen, wie es für ihn sein muss. Er ist in einer Schockstarre eigentlich. Scheiße, nee, das schaffe ich nicht. Ich brauche deine Hilfe! Oh, shit. Warte, ich habe keine Kraft mehr. Bitte! Heb den Siebisch hoch! Ich habe Angst. Das ist der pure Horror für ihn. Und ich kann mir das, also ich kann es mir auch vorstellen, weil wie schmal wird es gewesen sein, so, dass er da irgendwie lang jetzt hangeln muss. Aber er hat es gemacht. Und ich muss auch echt sagen, Props, weil man hat ihm die Angst wirklich krass angesehen, dass er es probiert hat. Sind sie am Ende rübergekommen? Sind sie natürlich nicht. Das ist wie immer bei den beiden. Ich habe auch das Gefühl, die verstehen das Spiel nicht. Ja. Dann diskutieren sie eine Viertelstunde drüber, schreien sich an und dann kommt schon die Tröte, Zeit vorbei. Ja, die Klingel oder der Gong oder wie sie es genannt haben. Wen haben wir denn noch da oben? Serkan und Carrie und die beweisen einfach immer wieder, dass egal, wie die Situation zwischenmenschlich bei den beiden ist, beim Spiel kommt der Ehrgeiz raus und dann kann sich auch der Serki mal ein bisschen unterordnen, wenn die Carrie sagt, so und so wird's gemacht. Und das finde ich auch tatsächlich gut an ihm, dass er das auch selber so sagt und dann jetzt irgendwie nicht versucht so, ja, ich bin ja trotzdem der Mann, aber ich habe jetzt einfach ihr mal da hier die Zügel in die Hand gegeben. Er sagt schon, ja, sie weiß, was sie tut so und ich kann ihr da vertrauen und hat auch super funktioniert, fand ich. Voll. Ah, gut, dass ich kein Intimpiercing habe. Nicht so super funktioniert hat's bei Robin und Lena. Und das war für mich, glaube ich, das unangenehmste Paar dort oben zumindest. Man wollte wegschauen. Ja. So wollte ich hingucken, weil ich dachte,
ihr arbeitet gerade gefühlt eure Trennung auf und Robin weiß immer noch nicht, was eigentlich die Gründe waren, aber weil er auch nicht so richtig zuhören möchte. Es ging schon los damit, dass er nicht unbedingt der beste Motivator für Lena ist. Hast du das? Hier, ich warte die ganze Zeit auf dich, ich warte. Okay, ja, ich hab... Das hab ich. Ein bisschen Intelligenz. Love, love is a fire. Guck mal, wie ich hier sitze. Ich kann jetzt von mir aus auf die andere Seite rübergehen. Aber nein, du kommst nicht mal hoch. Guck mal, gestern haben wir 22.000 Euro verloren. Ja, warte, lass mich mal kurz. Wir haben aber unser Bestes gegeben. Ich gebe auch mein Bestes gerade. Denkst du, ich kämpfe nicht oder was? Nein, sieht man nicht. Ich glaube, das ist das, was er eigentlich will. Sagt, in dir steckt so viel. Aber sie sagt, Alter, ich streng mich an. Und von dir kommt, das ist schlecht, was ich mache. Dann raffen sie sich doch noch mal auf. Und dann sagt Lena auch, Mann, ey. Wir sind immer so schlecht am Anfang. Zum Schluss immer so gut. Ja, warum sind wir schlecht? Guck mich jetzt einmal an. Hör mir zu. Warum sind wir schlecht? Weil alles immer scheiße ist. Cool. Vielen Dank. Und dann immer diese Zwischenschnitte ins Interview, was wieder so ein Moment war, wo man einfach das Gefühl hatte, ich darf hier gerade nicht dabei sein, weil die beiden sich nochmal über ihre Trennung unterhalten. Und du siehst bei Robin, da hat gar kein Funken Abschluss stattgefunden. Null. Der hängt Lena noch so, so dolle nach. Ja. Dass er aber auch bis heute nicht begriffen hat, das meinte ich gerade, was eigentlich Lenas Trennungsgründe waren. Er hat ihr nicht richtig zugehört und er macht es eben wieder nicht. Und Lena ist auch schon am Verzweifeln und denkt sich, siehst du, das ist es. Aber ich denke mir halt auch, selbst wenn er es verstehen würde, es ist schwer, das zu akzeptieren. Aber ich glaube, da führt halt kein Weg mehr rein. Sie sagt ja auch, er probiert seit der Trennung ständig wieder sich in ihr Leben reinzudrücken. Ja, es ist. Ich will gar nicht drüber reden. Lass weitermachen. Dann mach. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel und Serkan und Carina erwecken bei mir den Eindruck, dass sie langsam irgendwie aufpassen müssen, dass sie nicht bald einen kleinen Aluhut aufsetzen, denn sie driften meiner Meinung nach ein bisschen in Verschwörungstheorien ab. Ja. Dominik und Sarah sind nämlich überzeugt, sie haben auf ganzer Linie ganz, ganz doll verschissen und in ihren Augen ist es viel zu doll. Stimmt, stimmt. Die haben ja wirklich ganz komplett verschissen, aber sie stehen da beide da, das glaube ich jetzt nicht und so. Und da nehmen sie sich dann irgendwie beide auch wieder nichts. Ne? Da kann man dann auch mal drüber hinwegsehen, dass man sich eigentlich hasst. Ja. Wenn es dann um wen anders geht, kann man sich wieder verbünden. Und um die beiden dreht sie es immer noch, denn plötzlich kommt raus. Ich kenne die jetzt seit gefühlt ein paar Tagen. Und wir haben uns auf dem Flug hier unterhalten, auch über dich natürlich. Und Screenshots hat sie mir auch gezeigt. Welche Screenshots? Ich habe ihre Nummer nicht mal. Wenn Carina und ich ein Problem miteinander haben, dann ist das unser Ding. Also warum zeigt man da irgendwelche Screenshots? Du hast irgendeinem Freund gesteckt, dass du hast ihm wohl geschrieben, dass sie ein bisschen links sei. Eigentlich war ich so fein mit der Situation, bis halt eben dann Sarah kam und was von Screenshots erzählt hat. Ja, Carina redet sich raus, dass sie das ja einfach nur zeigen wollte. Auf jeden Fall verstricken sich alle Manipulationen hier, Manipulationen dort. Manipulieren. Manipulieren. Manipuliert. Manipulieren. 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 Manipulativ. Manipulieren. Manipuliert. Manipuliert. Manipulieren. Manipuliert. Und alles, was ich höre, ist, Serkan überlegt, Gigi und Michelle rauszuwählen. Und mein kleines Herz ist gebrochen. Fällt in zwei. Ich finde es auch ganz, ganz schrecklich. Und Gigi kriegt das ja dann auch irgendwie mit und geht auch zu ihm und sagt, Bruder, also was ist denn los? Wir haben doch eigentlich ein cooles Verhältnis miteinander. Serkan sagt ganz klar, ja, aber ich will das Geld gewinnen. Was ja irgendwie auch man ihm anrechnen muss, dass er wenigstens ehrlich ist und da jetzt irgendwie kein krasses Spiel macht. Aber Gigi wieder ist emotional bei der Sache. Gigi ist sauer wie eine Herdplatte. Ich bin sauer. Für mich wie so eine Herdplatte. Die wurde da gezündet. Ist sauer wie eine Herdplatte und sagt ihm auch, wenn du ein Schatz bist, will ich dich im Finale sehen. Ja, aber die Diskussion ist am Ende des Tages sinnlos. Serkan, komm mal bitte kurz. Bruder, komm mal, sag nicht, Bruder, komm doch jetzt. Ja, was willst du da reden? Ja, Digga. Wenn du mich holst, komm ich auch. Also komm auch. Carina hat es probiert, auf Maike zuzugehen. Irgendwie denkt man, bei den beiden ist es geklärt, aber. Da ist nichts geklärt. Da wollen die auch nichts klären, glaube ich. Die sind schon so in ihrem Hass drin, dass da nichts mehr passieren wird. So. Serkan hat versucht, Carrie bei Sarah zu verteidigen. Aber Sarah legt halt auch eine Attitüde an den Tag. Leute, falls ihr euch bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, guckt euch einfach das Dschungelcamp und Co. mit ihr an. Also für mich kommt da nichts Überraschendes raus. Ja?
Nichts. Okay, weil ich war schon ein bisschen überrascht von The Attitude. Jetzt gehen aber erstmal alle schlafen. Genug gestritten und manipuliert jetzt hier. Manipulieren. Manipulieren. Manipuliert. Manipulieren. 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 Manipulativ. Manipulieren. Manipuliert. Manipuliert. Manipulieren. Manipuliert. Wegen dir ist das alles. Nee. Merkst du selber, oder? Format für Format, dass es immer an dir liegt. Deswegen muss ich mir selber sie wieder raus. Am nächsten Morgen kommt ein Brief in die Villa geflogen. Wer hat sich gesaved beim Spiel? Und wie von Zauberhand sind's Michelle und Gigi. Ich kann das schwer glauben, aber ich find's super. Ich find's komplett genial. Und Serkan und Carina habe ich ja auf Platz 2 gesehen. Nein, turns out, mal wieder Platz 3 für die. Läuft ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Michelle und Gigi freuen sich so sehr, aber erstmal noch innerlich, denn die gehen erstmal weg aus der Situation raus. Bleibt noch cool, bleibt noch cool. Bleib cool. Bleib noch cool. Bleib noch cool. Bleib noch cool. Folge mir, bleib noch cool. Bleib noch cool. Guck mich jemand an? Nee. Ma si, ma dai, ma metti la cazzo, ma metti la cazzo, ma si, ma dai. E che cazzo. Gigi, schreib uns doch mal, was genau du da gesagt hast. Wir haben versucht, das zu übersetzen. Irgendwas in Richtung, niemand kann mir was. So richtig krass wollen wir es jetzt nie ausdrücken. Schick uns mal eine DM. DM. Danach wurde vor lauter Freude natürlich auch noch mal kurz auf die Brüste rübergelurrt bei Michelle. Mein ganzer Körper hat's gekitzelt. Boah. Dummer. Also sind halt Magneten, da kann er jetzt auch nichts dafür. Er kann doch nichts dafür, er ist doch erst 12, meine Güte. So, ich wäre jetzt schon soweit, zum Gruppenspiel zu kommen. Sollen wir das nochmal näher erläutern, wer wie was? Meinst du nicht, du solltest dich fallen lassen, Sarah, von vorne anfangen? Nein, dann müssen wir alle von vorne anfangen. Ist einer irgendwo auf dieser langen Strecke runtergefallen? Fingen wir wieder ganz von vorne an. Ach, stimmt. Ach, du Scheiße. Also, das geht genau nicht. Sie kriegt es nicht. Ich wirklich komplett. Vergiss es, dann komm runter. Es tut mir leid. 9.000 Euro sind weg. Das heißt, wir haben jetzt als Gewinnsumme im Topf noch 69.000 Euro. Carina und Serkan wahrscheinlich schon wieder so. Es ist zu wenig. Es ist viel zu wenig. Und man hat auch immer wieder in diesen Zwischeninterviews gemerkt bei Serkan, er will das so abtun. Ja, nein, wir haben es einfach für die Gruppe gemacht. Aber eigentlich hätte er gewollt, dass so Kommentare kommen wie, hey, krass, dass, Serkan, dass Carrie und du jetzt so krass mit Sarah und so zusammenarbeiten. Wirklich toll gemacht. Mm. Das erwartet man jetzt, wenn es dann eine Gruppen-Challenge ist. Nominierungstime. Oh, oh. Und zwar die erste Nominierung steht an. Bitte nehmen Sie Platz auf Ihren Treppenstufen. Also das, da weiß ich auch nicht. Sie haben eine übelst krasse Villa und dann müssen Sie sich da auf die Stufen hocken mit irgendeinem Kissen dahin geknallt. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Safe sind Gigi und Michelle und Maike und Markus. Und mit Gigi und Michelle geht's auch direkt los und Gigi droppt seine erste Nominierung und es ist tatsächlich Serkan und Carina. Aber er begründet das eigentlich so ein bisschen, dass sie beide fake sind, ja. Oder eher sie. Serkan hat ja auch schon gesagt, er glaubt, Carrie reitet beide in die Scheiße hier rein mit ihren ganzen Verschwörungstheorien. Ich weiß aber auch nicht, ob er jetzt so viel besser ist, ne? Serkan will nach den ganzen anderen Nominierungen, die er sich noch eingeheimst hat, irgendwie einen kleinen Rundumschlag machen. Boah. Und hält einen Vortrag. Und da dachte ich mir, den habe ich hier nicht gebraucht, wollte ich nicht hören. Und es ist irgendwie gerade eine Sinnlosigkeit für sich. Ich will euch nur sagen, wir werden wahrscheinlich heute gehen müssen. Und selbst wenn wir nicht gehen müssen, werde ich es dir jeden Tag wieder sagen. Weil ich die Eier in der Hose habe, dir jeden Tag face-to-face was zu sagen. Verstehst du? Du hast Eier, ja, an den Ohren. Das Ding ist einfach nur, sie hat euch manipuliert, indem sie euch gesagt hat, wen wir nominieren wollen. Also hat sie automatisch Einfluss auf euch genommen. Ihr wolltet uns eventuell nicht wählen, wegen mir. Finde ich cool, dass ihr so gedacht habt, weil, Maike, du hast mit Carina ein Problem von Anfang an, das wissen wir schon, das ist länger her. Und dadurch ist das Ganze entstanden, weil Sarah euch alle zur Seite genommen hat. Nein, 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 ich habe sie nicht manipuliert, ich habe das Ganze aufgeklärt, aber du hast dich dementsprechend verhalten. Dein Verhalten hat dazu geführt, dass der Gigi böse auf dich ist. Weil ich es angesprochen habe, bin ich doch nicht die Böse. Er greift ja auch nochmal Gigi an, obwohl die gar nicht nominierbar sind, um ihm nochmal zu sagen, wie scheiße er ist und dass man mit ihm ja nicht reden kann. Er denkt nämlich nur von der Decke bis zur Tapete.
Ja, klar, so Berky ist der Spruch. Boy. Ich meine, das muss ich mal ganz kurz sagen, ich finde halt so krass, Carina hat in der ersten Folge gesagt, mit Serkan kann man nicht so krass diskutieren, er ist null schlagfertig und er, hä, doch bin ich, weil, ist egal. Und du merkst das die ganze Zeit, wenn er vorne ist, weil du bist einfach, ach, scheiße. Egal. So, cool, danke. Aber er kriegt danach Props von Carrie, die sagt, ja, also so habe ich ihn auch noch nie reden hören. Super, richtig toll. Ja, und dann hat natürlich auch nochmal Sarah Joelle ihren Auftritt und das Gekeife zwischen ihr und Serkan geht wieder los. Es geht auch nicht darum, dass man eine Meinung vertritt. Richtig, das war auch gestern meine einfache Frage. Das war meine einfache Frage gestern, konntest du aber nicht beantworten. Oh, dass sie steht draußen, so jetzt muss man einmischen. Ich bin sowas von ein normaler Typ, aber wenn sie draußen steht, hat sie das Wort. Es ist ganz unangenehm anzusehen, ne? Also beide Parteien, finde ich. Weil ich finde auch so ein bisschen, sie wirkt so sehr unsicher. Auf mich zumindest. Sie bombt da irgendwie raus und beschimpft ihn, aber es wirkt so, als ob ihre Stimme eigentlich zittert. Eigentlich kann sie heulen. Das und, wie gesagt, Leute, wenn ihr sie schon aus anderen Formaten kennt, sie legt immer, wenn sie weiß, sie ist eigentlich gerade im Unrecht, legt sie diese Attitüde an den Tag. Der Mund begibt sich in eine andere Stellung. Ist dir das aufgefallen? Irgendwann wurde nur noch so gesprochen. Nee, das also, ist ganz gut. Lass mich ausreden. Nee, du redest die ganze Zeit. Merkst du noch was? Du hältst dir alle aus. Du laberst die ganze Zeit einen Bullshit. Ja. So, Nominierungsende. Carrie und Serkan können ihre Koffer packen. Aber sie gehen natürlich nicht leise aus dem Haus, sondern Carrie droppt dann nochmal bei Dorenji. Du, die Jenny. Die hat über dich gesprochen. Du hast dich wohl bei Jennys Ex gemeldet, Tegernsee. Sie soll ihn zu sich eingeladen haben, ja, an den Tegernsee. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn, dann ist es halt so. Und dann, Carina wurde irgendwie noch gesagt, sie soll sich vor Doreen in Acht nehmen, dass sie sich nicht an Serkan ranmacht. Am Ende Doreen des Tages, und Serkan? Am Ende des Tages hat es noch nicht mal Doreen verstanden. Sie wollte auch erstmal noch eine Nacht drüber schlafen, ging natürlich nicht. Ach, dann hängt sich dort Sarah mit rein. Leute, das einzige wichtige Gespräch, was noch stattgefunden hat, war zwischen Kiko, Cocky und Patrick. Denn Patrick hat Cocky vorgeworfen, er sei kein ehrlicher Mensch und würde eine Rolle spielen. Okay. Hättest du mir gesagt, ich bin ein Arschloch, wäre ich damit besser klargekommen, als wie mit sowas. Cocky, dann musst du ein bisschen ehrlicher werden. Und dann werden da von Cocky Vergangenheitsstories rausgeballert, die wir so gar nicht jetzt wiedergeben wollen. Also irgendwie ganz krass und auch immer nochmal und nochmal gesagt, so wie, hast du es auch wirklich verstanden? Und jetzt hat er geweint oder hat er eine Allergie? Nee, ich glaube, er hat einfach ganz viel Bepanthen für Nasen und Augen. Ah, ja. Vielleicht einen kleinen Sonnenbrand. Patrick schätzt das aber meiner Meinung nach schon ganz richtig ein. Markus hat sehr viel Wiederholungen. Er wiederholt sich sehr oft mit dem, weißt du, das, was ich sage, das meine ich ehrlich. Und ich bin ein ehrlicher Mensch. Das meine ich ehrlich. Und. Das wiederholt er sehr oft. Wir nehmen es jetzt erstmal so hin und erlauben uns darüber gar kein Urteil. Das war's eigentlich mit Folge 2. Bitter natürlich für Serkan und Carina, weil eigentlich war das schon ein paar, was ich auch gesehen habe, dass sie recht weit kommen. Aber ich sag mal so. Ich finde es jetzt nicht so schlecht, dass sie raus sind. Ich finde es ganz bitter für eine angehende Bromance zwischen Serkan und Gigi, denn über die hätte ich mich sehr gefreut. Ja. Mein Heart ist gebrochen und an dieser Stelle können wir es einfach beenden. Lasst uns Kommentare da, wie ihr den Konflikt zwischen Sarah und Serkan und Carrie eigentlich empfunden habt. Oder ihr lasst es einfach und freut euch mit uns über Gigi. Wir freuen uns schon auf Folge 3. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf YouTube und auf Instagram, TikTok. Ein Link zu all unseren Social Media Kanälen findet ihr in unserer Instagram Bio. Wir gehören zu Tag 24. Seid so, wie ihr bleibt. Tschüss.